Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Gordon Pankala. Ich bin Rechtsanwalt für Sozialrecht aus Köln. Und ich habe auf meiner Internetseite www.anwalt-pankala.de schon über die Corona-Krise und die rechtliche Situation dazu berichtet. Habe da ziemlich viel Feedback bekommen. Und aktuell geht es um die Veränderung der Corona-Ordnung, insbesondere in Hinsicht auf den Mundschutz, den viele Menschen ablehnen. Ja, warum wird ein solcher Mundschutz abgelehnt? Weil in der Vergangenheit schon selbst durch das Robert-Koch-Institut in Zweifel gezogen wurde, dass ein Mundschutz überhaupt was bringt. Und ein Mundschutz, den wir ja auch im Supermarkt tragen müssen, das heißt, wenn ich noch was zu essen haben will, bin ich verpflichtet, das Ding anzuziehen, auch meine gesamte Persönlichkeit einschränkt. Ich kann also auch andere Leute nicht mehr erkennen, ob sie lachen, ob sie weinen. Man wird hier praktisch gesichtslos gemacht. Und ist das gerechtfertigt? In der neuen Corona-Verordnung vom Land NRW, ich komme aus Köln, soll es genauere Angaben dazu geben. Ich habe die ganze Zeit versucht, die Corona-Ordnung zu bekommen. Heute habe ich sie bekommen. Am 25.04., also am Samstag. Und sie tritt in Kraft, Änderung ab dem 27. April gültig. Das heißt, Samstag kriege ich die und Montag tritt sie in Kraft. Auch bemerkenswert, in Kraft treten, außer Kraft treten unter Paragraph 17 der aktuellen Corona-Verordnung Land NRW. Diese Verordnung tritt am Tag 20. April in Kraft und mit Ablauf des 3. Mai außer Kraft. Okay, hier oben steht gültige Fassung ab dem 27., aber ab dem 20. ist es schon gültig, also 7 Tage zurück oder wie kann ich das auffassen? Oder ist es hier so juristisch schlecht gemacht, dass selbst diese Daten nicht geändert worden sind? Also schon mal merkwürdig. Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Regel, nämlich Paragraph 12a, der jetzt ergänzt worden ist, im Gegensatz zu der letzten Corona-Verordnung NRW. Und der lautet: persönliche Verhaltenspflichten, Abstandsgebot, Mund-Nase-Bedeckung. Jede in den Grundregeln des Infektionsschutzgesetzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet. Also den Satz, verstehe ich schon mal nicht. Jede in den Grundregeln des Infektionsschutzgesetzes einsichtige Person ist verpflichtet. Also Leute, die es nicht kapieren, sind nicht verpflichtet. So kann man das vielleicht übersetzen. Ja, was sind denn die Grundregeln des Infektionsschutzgesetzes? Sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. Insbesondere ist im öffentlichen Raum zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, es sei denn, es handelt sich um Verwandte, Geschwister, Tetra, Trulala, in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen, die dürfen das dann, Minderjährige in Begleitung und so weiter. Ausgenommen werden hier auch Leute von Mund- und Nasenbedeckung, wenn sie zur Feuerwehr gehören, zum Rettungsdienst, Katastrophenschutz und so weiter. Beschäftigte und Kunden sind zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne Absatz 1 Satz 3 verpflichtet. In Verkaufsstellen und Handelsgeschäften, auf Wochenmärkten, bei Abholung von Speisen und Getränken, innerhalb von gastronomischen Einrichtungen und so weiter und so fort. Im Einkaufszentrum, sogenannte Shopping Malls, Factory Outlets und vergleichbaren Einrichtungen sind damit gemeint. Dort müssen Sie also jetzt die Mund-Nase-Bedeckung tragen, genauso wie in Arztpraxen, ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens und bei Nutzung der Beförderungsleistungen von Personenverkehr, ja, KVB in Köln. Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Die Verpflichtung kann für Beschäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen, Abtrennung durch Glas,
Plexiglas oder ähnliches ersetzt werden. Okay, was soll das jetzt heißen? Für Beschäftigte, wenn ich jetzt also im Lidl arbeite oder bei Rewe, dann kann ich eine solche, das kennen wir alle, so eine Maske tragen, so eine Plexiglas, die ist genauso wirksam. Aber als Kunde bin ich verpflichtet, mein Gesicht zu verhüllen. Als Kunde muss ich mein Gesicht verhüllen. Ich darf keine Plexiglasmaske tragen. So, das ist ja schon mal rechtlich äußerst zweifelhaft, weil wenn eine genauso wirksame Schutzmaßnahme besteht, nämlich ein Plexiglas, damit Leute mein Gesicht sehen können und ich das Gesicht anderer Leute sehen kann, dann könnte ich ja auch so eine Plexiglas-Schutzmaske tragen. Das ist aber verboten. Das dürfen nur Beschäftigte. Kunden dürfen das nicht. So, das ist schon mal ziemlich zweifelhaft, weil hier eine genauso wirksame Maßnahme verboten wird. Was führt mich einfach zu der Annahme, dass diese Schutzmasken, die hier getragen werden sollen, dazu dienen, eine Panik aufrecht zu erhalten. Weil wenn ich überall Leute rumlaufen sehe mit Maske, dann hat das natürlich eine entsprechende Wirkung. So, dann muss ich mich nochmal fragen, wer ist denn hier überhaupt betroffen? Was wurde hier nochmal gesagt? Hatte ich eben vorgelesen. Jede Person, die einsichtsfähig ist. So, was ist denn, wenn ich gar nicht krank bin? Muss ich dann auch einen Mundschutz tragen? Jede Person, die die Grundregel kapiert. Dann kommen wir mal zu Paragraph 2 des Infektionsschutzgesetzes. Dort finden wir ein Ansteckungsverdächtigen. Das ist eine Person, von der anzunehmen ist. Warum? Dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, ansteckungsverdächtigt oder ausscheidet zu sein. So, das finde ich juristisch ziemlich zweifelhaft. Wir kennen das alle im Strafrecht. Dort gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, wenn ich einer Straftat verdächtigt werde, bin ich so lange unschuldig, bis mir nachgewiesen wird, dass ich schuldig bin. Da gibt es Ausnahmen zu, bei Verdunklungsgefahr beispielsweise, dass da dann eine Haft möglich ist. Das gilt aber nur bei richterlicher Anordnung. Hier wird jetzt als Ansteckungsverdächtiger jede Person eingeordnet, egal ob sie krank ist oder nicht. Es wird einfach unterstellt. Es wird also eine solche Maßnahme, einen Mundschutz zu tragen, die kann ich ja verstehen, wenn jemand krank ist, nachweisbar krank ist, positiv getestet wurde, dann sollte er andere nicht gefährden. Aber solange das nicht der Fall ist, solange bei mir nicht festgestellt worden ist, dass ich krank bin, sehe ich es eigentlich überhaupt nicht ein, mit einem Mundschutz durch die Gegend zu rennen und so zu suggerieren, anderen Menschen zu suggerieren, ich sei krank, obwohl ich nicht krank bin. Das ist doch hier einfach das Problem. Die Menschen werden jetzt hier unter einen Generalverdacht einer Infektion gestellt, egal ob sie krank sind oder nicht. Und ich finde, das geht eindeutig zu weit. Das geht mir zu weit. Man kann nicht jedem unterstellen, er sei krank. Und genau das wird hier getan. Ja, solange ich einsichtsfähig in die Regeln bin, weiß ich, ich könnte ansteckungsverdächtig sein. Wer definiert das? Das ist juristisch völlig undefiniert. So, auch weiter undefiniert, und darauf beruhen ja diese ganzen Corona-Verordnungen, ist eigentlich der Beschluss des Bundestages, ich glaube, er war vom 25.03., dass wir in Deutschland eine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben. Nur damit wurde dann beschlossen, dass dann die Landesregierung, und die können auch noch runter deklarieren bis auf Stadtebene, Verordnungen erlassen können, die unsere Grundrechte einschränken können. So, hiermit wird die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt. Ja, normalerweise muss ein Parlament darüber entscheiden und auch noch der Bundesrat, wenn hier Grundrechte eingeschränkt werden können. Das kann jetzt einfach so gemacht werden, in dem Fall mit dieser Maskengeschichte. So, wie war denn bei der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, wie war denn da die Lage?
Die Lage war so, dass das Robert-Koch-Institut festgestellt hat, dass eine Sterblichkeitsrate von 0,2% besteht. 0,2%, ohne dass zu dem Zeitpunkt jemals eine Obduktion durchgeführt worden ist. Ohne dass es durchgeführt worden ist. Und jetzt kommen wir mal zu den Tests, die hier gemacht werden. Ja, wenn ich diese ansteigenden Quoten sehe, Replikationsfaktor muss unter 1 liegen, was er schon längst tut, dann müssten wir hier auf den Test zu sprechen kommen, der sogenannte PCR-Test. Ja, mittlerweile wurde der PCR-Test getestet an Tigern, Löwen, Hauskatzen und Hunden. Und auch diese wurden, obwohl sie nachweislich natürlich überhaupt nicht mit Corona infiziert sein dürften oder könnten, positiv getestet. Das zeigt einfach, dass dieser Test wertlos ist. Gut, kommen wir dazu, was sagt das Robert-Koch-Institut denn zu einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite? Dazu hat das Robert-Koch-Institut ein sogenanntes Rahmenkonzept rausgebracht. Und dort wird das erklärt, was ist denn überhaupt eine epidemische bedeutsame Lage? Darunter ist zu verstehen, örtlich zeitlich gehäufte Auftreten von bedrohlich übertragbaren Krankheiten, örtlich und zeitlich gehäufte Auftreten von bedrohlichen Krankheiten, bei denen Krankheitserreger oder Toxine als Ursache in Betracht kommen, die konkret begründete Möglichkeit, dass in naher Zukunft zum Auftreten solcher Krankheiten kommen könnte. Okay, ja, gut. Begründete Möglichkeit, wie wird das denn jetzt definiert? Ja, ob was bedrohlich ist, das ist dann der Fall, wenn eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit verursacht werden kann. Und der Schweregrad wird dann hier in einer Grafik aufgezeigt. So, diese Grafik ist eine totale Bananengrafik, wenn ihr mich fragt. Hier steht halt epidemisch bedeutsame Lage, hohen Grades, mittleren und gering. Ja, so eine Kurve kann jeder Dreijährige malen. Das kann original jeder Dreijährige malen. Da fehlt es an sämtlichen Definitionen, da fehlt es an sämtlichen Zahlen, was das denn bedeutet. Und da wird ja jetzt auch diskutiert, dieser Replikationsfaktor, ja, muss er unter 1 sein, jetzt ist er unter 1, jetzt könnte er aber wieder hochgehen. Mit anderen Worten, wir sind hier in einer juristischen Lage, wo Begriffe benutzt werden, die einfach total undefiniert sind, die durch nichts abgesichert sind. Selbst die Tests funktionieren offensichtlich nicht und trotzdem können die Grundrechte eingeschränkt werden. Trotzdem kann eine solche Corona-Verordnung erlassen werden. Da stimmt noch nicht mal der Zeitrahmen, was ich jetzt eben vorgelesen habe. Und die kann jede Woche neu gemacht werden. Ich habe jetzt am Samstag, wenn ich das wollte, dagegen einen Eilantrag beim Verfassungsgericht zu machen, hätte ich noch nicht mal die Möglichkeit, weil heute ist Samstag, da haben die Gerichte zu, am Sonntag auch. Ich denke auch, das Verfassungsgericht hat am Sonntag zu und am Montag kann ich schon nicht mal einkaufen gehen ohne Maske oder Schal. So, das ist eine furchtbare Lage und jetzt stellt sich die Kanzlerin Merkel hin, unter der das Ganze zustande gekommen ist und spricht davon, dass es eine Zumutung für die Demokratie sei. Also die Zumutung für die Demokratie ist hier nicht der Covid-19, sondern die Zumutung sind Sie, Frau Merkel. Das sind Sie und die Politiker, die solche Sachen hier beschlossen haben. Ich rufe daher alle Leute dazu auf, alle Parlamentarier dazu auf, weil die Corona-Verordnung gilt nach dem Infektionsschutzgesetz § 5 Absatz 4 bis, ich glaube, März 2021, wenn nichts anderes entschieden wird, hier möglichst schnell eine Zusammenkunft des Bundestages zu veranlassen und neu darüber abzustimmen, ob wir tatsächlich noch eine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben oder ob diese überhaupt nicht mehr vorliegt. Und davon gehe ich hier ganz einfach aus. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.